OTV22 Power bei MySport, MyStory. Ja, die Delfser U15-Mannschaft, der Mannschaftssprecher, der Felix Kleiss. Erzähl einmal über euer Training, über euer Vereinsleben, über eure Spiele. Ja, also wir haben jetzt schon seit 8 Jahren die Woche 2 bis 3 Mal Training und es zeichnet sich aus, wir haben ganz viele Erfolge schon gehabt und wenn wir so weitermachen, nach einem halben Jahr das Niveau. Ja, ihr seid ja heuer sehr erfolgreich gewesen, ich habe keinen einzigen Punkt abgegeben. Ja, das liegt auch am Trainerteam, die geben sich sehr viel Mühe und der Zusammenhalt der Mannschaft ist momentan auch perfekt. Felix, du spielst ja immer schon in Delfs und bist jetzt aufgestiegen in den Jahren bis jetzt zu U15. Was ist denn so dein Ziel? Mein Ziel ist eigentlich in der Delfer Kampfmannschaft spielen und ja, schauen wir, was da möglich ist. Erzähl über deine Position, was ist da so wichtig? Also ich spiele ganz gerne einen Linksverteidiger, weil ich bin eher ein Verteidiger, der nicht die Mauer hinten ist, wie der Innenverteidiger, sondern der immer den Zug nach vorne hat. Mich treibt es einfach mit nach vorne und ich kann da auch immer für Gefahr sorgen und außerdem versuche ich die Mannschaft immer unter dem Spiel zu beruhigen. Du bist jetzt 14 Jahre alt und du trainierst sehr viel. Was ist das Ziel für 2021? Also ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall große Chancen haben, Tiroler Meister zu werden. Vor allem jeder weiß jetzt, dass wir auch den Favoriten Wacker Innsbruck geschlagen haben. Also sind wir jetzt sozusagen eigentlich der neue Favorit, hinter dem wieder her ist. Ja, Wacker ist ja so der Name in Tirol. Würdest du dich einmal da hinziehen? Nein, ungern eigentlich. Weil es ist einfach das, ich finde es super, wenn man da bei so einer Mannschaft startet, die jetzt nicht so erfolgreich ist und nachher jedem sagt, was man eigentlich drauf hat, wenn die ganze Mannschaft einfach, da zeichnet sich der Zusammenhalt aus. Weil vielleicht seien wir jetzt spielerisch gar nicht so stark wie die vom FC Wacker, aber trotzdem, da ist so viel Herz dabei und so eine Leidenschaft, deswegen haben wir das einfach geschafft. Was machst du? Gehst du Schule? Also ich gehe jetzt in die Sporthandelsakademie in Telfs. Und das finde ich sehr interessant, auch wenn die Wirtschaft mich nicht so interessiert, finde ich es einen super Ausgleich mit dem vielen Sport, um ganz ruhig zu werden und im Kopf frei zu werden. Was für ein Vorteil ist es, wenn du die Sporthack gehst? Dass wir zusätzlich noch 4 Stunden Training, also 2x2 Stunden Trainingseinheiten die Woche haben. Wer ist denn bei dir das Vorbild oder wem eiferst du nach, der sagst, so möchte ich auch mal werden bei dir? Wenn ich ehrlich bin, so die interessantesten Spieler seien jetzt gar nicht die Verteidiger für mich. Also ich bin eher interessiert in die Offensivmänner beim Profifußball und also ich finde der beste Spieler momentan ist immer noch der Lionel Messi und der Lieblingsverein FC Bayern München. Außerhalb des Fußballs noch für dich? Also es gibt natürlich die Schule, wo ich unter anderem auch viele Hausübungen machen muss, aber ich liege auch ganz gerne im Bett und spiele irgendwas, irgendwelche Videospiele oder so. Oder ich höre gerne Musik oder ich treffe mich einfach in der Freizeit mit Freunden, die nicht viel mit Fußball zu tun haben. Ja, dann habe ich ja vom Trainer gehört, der eine oder andere hat seine Freundin schon mit. Ist das bei dir auch schon so? Keine feste. Keine feste Freundin. Also der Felix ist eigentlich noch zu haben. Fescher Busch, schaut super gut aus. Ein toller Spieler bei der U15 in Delfs. Gehst du gerne Schule? Ja, also ich gehe gerne Schule. Was ist denn dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist, ja, das kann wirklich das Fach ist Frühtraining, Dienstag und Donnerstag. Also, ihr wisst, was man in der Schule lernt. Im Frühtraining, das was die Burm am liebsten tun. Fußballtraining. Fußballtraining, der Felix Kleiss, der bei der U15-Mannschaft beim SV Delfs spielt und auch ein richtiger Delfer ist und in Delfs bleiben möchte. Felix, wir bedanken uns für das Interview bei MySport, MySTory und wünschen dir viel Erfolg. Danke, ebenfalls.